Freitagnacht in Celle. 5 Streifenwagen sind im Stadtgebiet unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Unter ihnen die Polizisten Ulrich von Bestenbostel und Stefan Neithardt. Dann begeht man schon mal in Richtung Straße 95 oder 96. Das müssen wir gleich noch über EMA evaluieren. Hinter uns ist ein Herr. Meldet sich hier, dass sein 16-jähriger Sohn kommt von einer Party auf eben dieser Straße 95 oder 96 und ist vollgekippt bis an den Rand. Und Herr ist gerade dabei, hocherbrochen in ein Taxi zu springen, um den Laden da ein wenig aufzumischen. Er würde sich jetzt darum kümmern. Dann kümmert ihr euch mal um Herrn. Warum fahren wir jetzt da mal hin und gucken, was Herr da so macht? Und ob da auf der Party wirklich Hasch konsumiert wird. Davon abzuhalten, Stunk zu machen, zum anderen mal schauen, was da auf der Party an Jugendliche abgegeben wird. Hasch, Drogen, Marihuana, Alkohol. Und wie alt die Herrschaften sind, die da auf der Party so sind. Das ist bestimmt Herr. So. Schauen wir mal, ne? Stefan Neithardt und Ulrich von Bestenbostel fahren zur Party. Guten Abend. Guten Abend. Ist hier eine Party? War. War. Ja, wer ist denn hier der Gastgeber gewesen? Das war ich, das war meine Geburtstagsparty. Mhm. Unter der Aufsicht von mir und von meinen Eltern. Mhm. Können wir das jetzt weg? Okay. Und ja, dieser Mann, also der Vater von diesem Jungen, ja? Kam hier an, hat geklingelt gerade eben, ich wollte schlafen gehen, hat gesagt, hier wurden Drogen konsumiert, aber ich habe nur was von einem Namen bekommen und auf diesem Grundstück und von mir selber wurden keine Drogen genommen. Mhm. Ich weiß, also ich habe eben vor kurzem mitbekommen, dass ein die Drogen genommen hat. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was für Drogen oder so. Kennen Sie den? Ich habe keinen richtigen Kontakt zu ihm. Aber du feierst Geburtstag und hier kommt einer an und du kennst ihn nicht, oder was? Ich habe ihn ja eingeladen. Ja, Sisa, du musst ihn doch kennen. Ich kenne ihn nicht richtig. Du lädst Leute an, die du nicht kennst zum Geburtstag. Das ist doch schon spanisch. Also, das hat nichts mit nicht kennst zu tun. Das ist nur so eine Hallo-Küss-Sache. Das ist nichts Richtiges so. Okay. Aber auf diesem Grundstück davon ist nichts passiert. Mhm. Ich habe 90% der Zeit mit ihm verbracht und ich habe gesehen, dass er keine Drogen konsumiert hat. Und die Gäste sind jetzt alle weg? Die Gäste sind alle weg. Ich habe das aufgelöst. Ich habe das vorher mit den Nachbarn abgesprochen. Zwei Häuser nach da, zwei Häuser nach da. Mhm. Und die Gärten gegenüber hier. Okay. Die waren damit einverstanden. Dieser Herr war weg. Mhm. Die beiden Häuser haben, waren damit einverstanden. Okay. Ulrich von Bestenbostel befragt den Sohn des Mannes. Hast du genommen? Nein. Deine Augen sind doch. Nein, ich habe ein bisschen Alkohol getrunken. Alkohol? Aber das Ding ist, ich stand halt daneben, wo die halt Cannabis geraucht haben. Mhm. Ich war halt nur 30 zu Hause und dann hat mein Vater das mitbekommen und dann meinte er zu mir, wir fahren jetzt hierher, rufen die Polizei und klären das. Wie viele Leute hattest du denn heute hier? Ungefähr? Ungefähr 40. Mhm. Okay. Also wie gesagt, das war mit den Nachbarn abgeklärt, ja. Alles gut, mein Gott, Samstagabend, da kann man doch mal feiern. Und wenn du sagst, du warst jetzt 90% der Zeit mit ihm zusammen? 90% der Zeit, also ich schätze mal 90%. Wie lange hat er denn gefeiert? Wir haben grob gegen 20:30 angefangen. Ja. Und halt bis 0 Uhr, ja, von einer halben Stunde oder so. Ja, vor ungefähr einer Stunde haben wir das abgesagt. Mhm. Hier gab es ein bisschen Stress, hier kamen Leute, die haben sagen. Ja, wusste du, die kamen mit so den Stress hier an, die hatten keine Lust zu feiern oder so, die wollten nur Stress arbeiten. Alles klar. Ich bin nicht rausgekommen, hab die weggeschickt, ganz normal, groß den Rum. Aber sonst war es eine entspannte Party. Kein Stress mit irgendwem, wir haben ganz normal gefeiert, wir hatten Spaß, bisschen getrunken. So soll's sein. Eben. Alles klar, dann schönen Abend. Okay, danke schön. Ciao. Schönen Abend noch. Der Vater des jungen Partygastes hat gegenüber den Polizisten noch ein Anliegen. So, wir haben soweit alles aufgenommen, Sie können auch mit Ihrem Sohn gehen. Ja, was mit diesem Kiffervogel, der hier die Drogen verkauft? Das müssen Sie Ihren Sohn fragen, wenn er Drogen genommen hat. Jetzt beruhigen Sie sich ein bisschen, es reicht jetzt. Wir haben die Personalien aufgenommen, ich habe die Aussage Ihres Sohnes aufgenommen und alles Weitere machen wir. Wollen wir mal wahnsinnig viel freundlicher bei der Eröffnung. Ist das so? Ja. Ja, vielleicht haben Sie sich da auch anders benommen, wenn Sie mich anders in Erinnerung haben. Hören Sie mal, wenn mein Sohn hier Drogen kriegt auf einer Party von 16-, 17-Jährigen, wie würden Sie denn reagieren? Nicht so wie Sie. So, Sie dürfen sich jetzt entfernen. Ja, was ist jetzt mit dem, der hier die Drogen wieder jetzt nachgegangen? Oder ist das haben wir doch offen heute. Deswegen sind wir doch hier.
Weißt du, wo der wohnt? Gut. Okay, schönen Abend noch. Wir schreiben einen entsprechenden Bericht zu mit den Personalien. Wir gucken mal, wo der wohnt. Was der Flash of Gap hat. Also der Sohn sagt ganz klar, die haben hier draußen gestanden und haben 4 oder 5 Zigaretten geraucht. Die hat er kreisen lassen und gucken wir mal, was das Fachkommissariat dazu sagt. Wird da was zu geschrieben, Hinweis, weil bis jetzt ist es tatsächlich nur eine Behauptung und es widerspricht jeglicher Rechtsgrundlage und ein Stück weit auch der Verhältnismäßigkeit, jetzt zur Nachtzeit irgendwo hinzufahren, aufgrund einer Behauptung, dass es so gewesen ist. Vielleicht ist derjenige gar nicht zu Hause, dann würden wir da irgendwie aus dem Bett klingeln. Vielleicht die Eltern von dem, wenn die Schulfreunde sind, der Gastgeber der Party war 16 und es würde ja eigentlich den Bogen völlig überspannen, wenn wir jetzt hinfahren. Und das Verhalten von dem Vater, weil er sagt, das kann ja gar nicht gehen und wie auch immer, ein Stück weit müsste er vielleicht auch seinen Sohn hinterfragen, ne? Inwieweit der sich hier mit solchen Leuten abgibt. Weil wenn er ne, so rechtschaffen ist und alles wunderbar ist, dann hätte sein Sohn ja einfach weggehen können. Aber das Verhalten von dem Vater ist halt ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, ist völlig überzogen. Ist vollkommen überzogen. Er ruft uns an, wir kommen hierher, wir klären das hier, wir nehmen das Ganze auf und dann muss man sich hier nicht so aufführen. Bisschen übertrieben. Später stellt sich heraus, der Sohn des aufgebrachten Mannes hat vermutlich selbst Drogen bei dem beschuldigten Klassenkameraden gekauft und konsumiert. Den Veranstalter der Party trifft dafür keine Schuld.